Ich hab's gefunden. Und das war viel kürzer als sonst. Beistuhl betreten. Geh mal rein. Beichten wir mal. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Lassen wir ihn einfach. Das ist okay, interessant. Okay, gib mir einfach. Ich glaube, er bräuchte einen Presslufthammer. Hier, Frank. Ah! Sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Oh. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Aha. Da geht also rein und, naja, das Kreuz wackelt etwas zu sehr. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Sagen wir es Edna. Wenn wir da hinkommen. Nein, ich will mit dir nicht reden. In Lillys Schlafzimmer ist ein Auge mit Edna. Hallo Edna, ich muss dir was erzählen. Und, kommst du voran? Garrett, was? Hallo. Garrett, ich drücke auf Garrett. Hallo. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen... Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spielt. Ja, ja. Ich hab da was in der Kapelle. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in... Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte! Ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ach, du lässt mich so oder so alles machen. Jetzt verstehe ich wenigstens, wie das alles geht. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Ja, okay. Dialoge. Ja, gut. Keine Aufnahmepause diesmal. Gut, ein bisschen hat sich das Spiel eingefangen und ich bereue, dass ich das gerade gesagt habe. Also zum Klosterflur, was ist denn hier? Wer ist denn da kaputt? Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ja. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Ach, wie süß. Ich hab Lilly ein bisschen verliebt. Was haben wir denn da? Ein Klassenzimmer. Und eine Birgit. Eine Vitrine mit einem komischen, fetten Adlerhut. Und eine Birgit.
Ticket. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Du! Wer will nicht sein? Sie ist einfach zu schrecklich. Tut mir leid, du bist zu dämlich, da kann man einfach nichts sagen. Ist doch voll gegeben. Lass mal, muss ein bisschen warten. Tiere stecken. Ich will nicht alles machen, ich meine nur das Oberen. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Dann warte ich ein ganzes 2000 Jahre lang hier. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Nein. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Ja, das würde Lilly niemals machen. Nein, würde sie auf keinen Fall. Pfadfinderzeichen. Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ich will mit der nicht mehr reden, ernsthaft. Yay, es geht wieder. Ich kann's, hätte es nicht sagen sollen. Die Träne kommen nicht dran. Ich weiß einfach, weil ich schon... Warte, ich versuch's trotzdem. Vielleicht geht's doch. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Ja, hatte ich mir schon gedacht, wie gesagt. So, dann gehen wir mal zum Klosterflur. Und dann in die Haupthalle. Zum Brunnen, in die Kantine. Ach! Na, wen haben wir denn hier? Kronks Ehefrau, Doris. Hallo, Doris. Wie geht's dem Kronk? Gut, oder? Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na? Oh, sind nur meine Einweggläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Finger beruhigen? Frag doch Kronk. Ja, er hat bestimmt irgendwas. Einweggläser. Hunger. Essen für die Katze. Durst. Hm. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Nein. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay. Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberin. Und das Essen für die Oberin selbst. Das heißt, ich würde.
Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberin noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Ich habe gar nichts. Nein, sorry. Ich will es auch nicht sagen, weil sie, glaube ich, mich umbringen würde. Sorry, Kronk. So, ich glaube, wir gehen einfach mal. Und guck mal, ein Banner mit einem Backbanner. Passt ja. Wir alle sind alle vollgepackt. So, Äpfel. Äpfel! So. Kokosnüsse. Da, Bananen. Kokosnüsse. Dann haben wir hier nichts mehr, oder? Doch, die oberen, aber ich glaube, ich will mit der jetzt nicht reden. Nein, wer will das auch schon? Bugs! Zucker, Pellets und Bohnen, aber der. Hä? Oh! Oh, der Freeman ist ja immer noch weg. Shani, was hast du da? Feuerzeug. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Ich? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Oh mein Gott, der will meine Schuhe zusammenbinden. Oh Gott, der Weltuntergang. Also, ich sehe da noch nicht mal Schnürsenkel. Das sind Ballerinas, du Volldepp. Rezeptverbot. Gemein. Du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Ach du Scheiße! Die Milch, nein! Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Und du bist so ein Arschloch. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Natürlich. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Weißt du, ich kann furchtbar bloß aussehen. Lilly macht deine Zöpfchen auf und holt dir eine schwarze Schleife. Dann siehst du aus wie ein Emo. Und zweitens, willst du selten wie dieser Gnom für immer etwas pinseln? Also, das Rezept gibt uns bestimmt nicht. Also, dann gehen wir nochmal rein. Nee, warte. Nein. Ich will zurück. Zum Schulteich. Wie spät ist es? Ah, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. In den Keller. Nee, ich wollte noch mal da hinten, weil wir da was vergessen haben. Ja, unsere. Was ist denn da jetzt? Hallo. Sprengzünder. Die Musik ist weg. Egal. Rattenmaus, was haben wir denn da ganz oben? Ah, da kommen jetzt oberen, glaube ich. Was ist denn hier? Oder? Hallo. Langsam. Beruhig dich, Cookie. Nicht aufregen. Da hinten sind irgendwelche, so Umrisse. Beruhig.